Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nicole und heute packen wir die aktuelle Goodiebox für den Monat September aus. Und hier ist sie schon mal. Und ja, sie hat wieder diesen hübschen Schmetterlingsprint hier drauf, wie im letzten Monat, ist allerdings in einer anderen Farbe. Wir schauen uns mal an, was sich hier drin so versteckt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Box hat ihren Ursprung in Dänemark und die gibt es nun seit einiger Zeit jetzt auch schon in Deutschland. Das Spannende ist, dass sie oftmals mit Marken aus dem eher skandinavischen Raum zusammenarbeitet, die wir ebenso auch in anderen Boxen nicht unbedingt finden oder selten finden. Und das schätze ich einfach sehr an dieser Box, weil man einfach da auch nochmal neue Dinge kennenlernen kann. Sie kostet 19,95 € und das Besondere ist auch, dass sie eben in dieser besonderen Form zu einem nach Hause kommt. Ich habe auch einen Freunde-Werben-Freunde-Link für euch, den findet ihr in der Infobox unten. Mit dem könnt ihr 50% auf eure erste Box sparen. Das ist allerdings die Welcome-Box. Da gibt es jetzt wohl auch eine neue. Ich kann euch ja mal ein Video von der lieben Claudi zum Beispiel verlinken. Die hat die Welcome-Box einmal ausgepackt und dann könnt ihr da mal schauen, was da so aktuell drin ist. Und wir haben jetzt hier einmal die Ausgabe für den September. Die hat wieder diese hübsche Gestaltung mit dem Schmetterling und von diesem Schmetterling aus geht die Linie hier zum Markennamen, aber auch einmal hier nach oben zu einem weiteren schönen grafischen Bild. Eigentlich müsste man sich die irgendwo so hinstellen, damit man eben dieses schöne Motiv hat, oder? Ja, wir ziehen sie mal auf und dann haben wir hier einmal einen kleinen Flyer, den nehme ich mal kurz raus. Und dann so braunes Seidenpapier, das ist auch nochmal zugeklebt. Das öffne ich mal, wir werfen den ersten Blick hinein und ich werde dann auch einmal das digitale Leaflet öffnen. Hier habt ihr den ersten Blick in die Box. Ja, da ist was von Rituals bei, von Avant, dann noch von einer Marke mit einem Schmetterling. Da gehen wir aber gleich näher noch drauf ein. Ich habe jetzt auch schon mal hier das digitale Leaflet geöffnet, denn das verrät uns auch das Thema für diesen Monat. Und das ist The Autumn Already Box. Also es geht um den Herbst. Jetzt schreiben Sie hier, es ist Zeit für mich. Dann kann man das Ganze öffnen und wir lesen einmal. Roses are red, violets are blue, seasons change and so do you. Der Herbst ist da und das bedeutet, dass deine Haar- und Hautpflegeroutine entsprechend angepasst werden sollte. Wir von Goodiebox haben uns auf diese Jahreszeit vorbereitet, so wie der Weihnachtsmann und seine Elfen sich in der Geschenkefabrik auf Weihnachten vorbereiten und die Produkte zusammengestellt, von denen wir glauben, dass sie deine Routine auf die kommende Trockenheit und Kälte vorbereiten werden. Wir haben nur ein Wort für dich: Feuchtigkeit. Das finde ich richtig gut. Feuchtigkeit können wir immer gebrauchen. Jetzt kann man hier weiterklicken auf Los geht's und dann werden einem da schon die Produkte gezeigt, erklärt. Auch Preisangaben findet man mit dabei, aber das blende ich euch ein. Und wir starten mal mit dem Farbenfrosten, glaube ich. Einmal diese ja, gelbe Flasche hier von Rituals aus der Reihe The Ritual of Meer. Das war früher die Reihe The Ritual of Buddha. Und wir haben hier ein 24 Stunden Antiperspirant Spray mit süßer Orange und Zedernholz und 150 Milliliter sind hier drin. Ich habe tatsächlich aktuell das Deo aus der Sakura-Reihe von Rituals im Badezimmer stehen. Das riecht richtig toll. Es schützt auch recht gut vor Nässe, muss ich sagen, aber nicht ganz so gut, wie ich es von anderen Marken kenne und gewohnt bin. Und es ist so ein bisschen, ja, fast staubig, würde ich fast sagen, so beim Sprühen. Also man muss ein bisschen die Luft anhalten quasi. Aber ansonsten finde ich es jetzt nicht schlecht. Also es ist kein Produkt von der Qualität her, wo ich jetzt sage, ja, mega klasse. Es ist natürlich eine schöne Marke und eine schöne Reihe. Aber so von der Wirkung her gibt es für mich schon auch bessere Deos. Was ich hingegen richtig gut fand, und das habe ich nämlich auch schon mal aufgebraucht, so eine Tube, ist von Avant der Pro Perfecting Collagen Primer Touch Eclat. Hier haben wir 30 Milliliter drin und das ist ein Produkt, was so um die 100 € kostet. Ja, ich weiß, das ist eben einfach der Mercedes oder der Ferrari oder der Lamborghini unter der Hautpflege. Man
muss natürlich für sich selbst entscheiden, ob man sich so ein Produkt kaufen würde für so viel Geld oder nicht. Ich würde es nicht tun, aber ich freue mich immer unheimlich, wenn ich Avant in so einer Box drin habe, weil ich einfach sehr gute Erfahrungen mit den Produkten gemacht habe und sie einfach gerne nutze, wenn sie so in der Box mit drin sind. Und ich finde, das ist ein toller Primer, der wirklich so eine optimale Grundlage fürs Make-up ist. Also mein Make-up saß danach immer richtig gut oben drüber, hatte mir sehr gefallen und darum freue ich mich, dass der jetzt eben auch hier wieder mit dabei ist und dass ich den quasi nochmal nutzen kann. Sehr, sehr schön. Als nächstes haben wir hier ein Produkt, mit dem kann ich persönlich jetzt so gar nichts anfangen, nämlich von James Reed, ein Gradual 10 Sleep Mask 10 Body, eine bräunende Schlafmaske für den Körper mit 100 Millilitern. Ich verwende einfach grundsätzlich keine Selbstbräune. Von James Reed hatten wir schon öfter mal was so in Boxen drin gehabt, aber ich habe sie immer weitergegeben, weil ich einfach da nicht an meinem Hautton rumspielen möchte und ich das einfach für mich nicht als notwendig empfinde und auch nicht das Bedürfnis habe, da irgendwas machen zu müssen. Ich kann euch darum aber auch nichts zur Qualität oder so sagen, ob das jetzt was bringt. Was ich jetzt hier allerdings spannend finde, ist, dass es eine Schlafmaske für den Körper ist, also speziell etwas, was über Nacht wirkt. Sie schreiben hier, dass man vor der Anwendung, 24 Stunden vor der Anwendung, soll man sich rasieren oder wachsen, dann soll man ein Peeling machen und unmittelbar vor der Anwendung trockene, raue Stellen wie Knie, Ellenbogen, Knöchel, Füße und so soll man mit einer feuchtigkeitsspendenden Lotion eincremen. Und dann die Anwendung selbst wird hier auch nochmal sehr ausführlich geschrieben. Das ist ja schon fast eine Wissenschaft. Ich lese euch das jetzt nicht komplett alles vor. Aber scheinbar soll es dann eben über Nacht wirken und eine Bräune erzielen. Werde ich weitergeben, ist einfach nicht mein Produkt. Und jetzt haben wir hier ein Produkt von Skincarenist London aus der Youth Series und zwar ein Rose and Lavender Intensive Night Therapy Eiserum mit 15 Millilitern. Und was soll ich sagen, auch dieses Produkt habe ich gerade in meinem Badezimmer stehen. Und es ist in einer Pipettenflasche. Ich will mal gucken, dass ich euch das hier raushole. Es wirkt fast wässrig, das Serum. Also man muss gut aufpassen, dass es einem nicht zerläuft. Ich meine, ich hatte das auch verwendet, als ich euch meine Abendroutine abgefilmt hatte. Das ist einmal das Pipettenfläschchen. Und es hat aber schon irgendwie auch so ölige Bestandteile mit dabei. Also, weil das jetzt hier irgendwie geliger ausschaut, als wie das, was ich im Badezimmer habe. Aber ich meine, das ist eigentlich das Gleiche. Ich werde es nochmal vergleichen. Wenn es noch ein anderes ist, dann werde ich das mal im Vergleich testen. Ansonsten werde ich mir überlegen, so Augenseren haben wir ja relativ selten in Boxen. Dann kommt es einfach in mein Backup. Ich finde, es sorgt schon für so ein bisschen Feuchtigkeit. Es tut so ein bisschen, ja, die Augenpartie entspannen, bilde ich mir ein. Also ich finde es nicht schlecht. Und das hat auch seinen Wert und ja, mal gucken. Ich werde es nochmal vergleichen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher aufgrund der Konsistenz, ob es wirklich das Identische ist, was ich gerade in Verwendung habe. Und das letzte Produkt ist jetzt die Marke mit dem Schmetterling, nämlich Mikura. Die haben ja so ganz verrückte Masken und so, ne? Hier haben wir Facial Cleansing Pads drin, also Gesichtsreinigungspads. Die sollen peelend wirken und sind mit Hyaluronsäure, Hagebuttenöl und aktiven Fruchtextrakten. Das Ganze soll sanft peelen und die Haut auch tonisieren. Und das ganze Produkt ist auch noch vegan und so. Ich weiß immer nicht, was ich von solchen Pet-Geschichten halte. Also ich habe lieber einfach eine Flasche mit einer Flüssigkeit oder einem Gel, welches dann diese Wirkungen hat und trage mir das mit so einem wiederverwendbaren Pet auf. Ich finde sowas halt nicht sonderlich nachhaltig. Aber da ich die Marke einfach ausprobieren möchte und da ich es nun einmal da habe, werde ich es bestimmt testen und euch dann auch berichten. Mal gucken, wie ich das Ganze so empfinden werde und ob ich da von dieser Anwendung jetzt hier dann auch einen Effekt merken werde. Es ist ja im Prinzip nur so eine Einmalanwendung. Mal schauen. Also ich werde es testen. Damit haben wir schon alles ausgepackt, ihr Lieben. Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle jetzt in diesem Monat. Also ganz klar, mein Highlight ist der Primer von Avant, weil ich einfach damit gute Erfahrungen gemacht habe. Rituals ist natürlich auch immer schön. Der Duft wird toll sein. Die Wirkung ist okay von dem Deo, also von daher passt das für mich.
Auch das Augenserum hier finde ich gut. Was ich jetzt nicht so toll finde, ist der Selbstbräuner, aber auch nur, weil ich es selbst ja nicht verwende. Ich glaube, jemand, der sowas gerne regelmäßig nutzt, der wird sich bestimmt drüber freuen. Und dann haben wir hier noch von Mikura ja diese Peeling Pads, wo ich einfach nur die Anwendungsform, die Art der Verpackung und Aufmachung nicht so nachhaltig finde, aber das Produkt als solches gerne testen werde. Ja, ich werde euch mal noch einen Gesamtwert einblenden, mal schauen, wie hoch der sein wird. Ich glaube, der wird ja schon recht extrem sein, eben aufgrund von Avant. Aber Preise sagen ja immer nicht alles aus. Also wir haben ja schon oft auch in den Aufgebraucht-Videos erlebt, dass gerade auch teure Produkte nicht immer funktionieren müssen. Es ist nun mal auch Erfahrungssache und individuelle Geschmackssache, wie so die einzelnen Dinge performen und für einen selbst auch funktionieren. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.